Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Im letzten Part sind wir hier im Casino stehen geblieben und ich habe mir gesagt so, ich habe mir geschworen, wir holen uns die aufreizende Kleidung, Strandbikini oder sowas. Und nun, ich habe mir ein paar Punkte geholt und zwar habe ich 1.940.445 Token. Jetons. Entschuldigung, Jetons. Und wie ich so viele Jetons geholt habe, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar fing das damit an, dass ich hier erstmal ganz normal, ganz unten gespielt habe. Und dann sind wir hoch, bin ich hochgegangen zu dem VIP-Bereich. Und hier ist natürlich dieser Tisch. Und dort habe ich am Roulette-Tisch Mindestbeitrag 10 Jetons. Also ich habe mir ungefähr angefangen hat das, zeige ich euch mal, mit diesem Aufbau. Ups, Moment. Ich zeige euch mal so, diesen Aufbau hier. So. Ihr könnt das ruhig nachbauen, falls ihr auch so machen wollt. Das ist eigentlich ein guter Trick hier eigentlich. Und zwar einmal zack, 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 zack. So, normalerweise hätte ich das jetzt, habe ich angefangen mit 10, nicht mit 100. Und das wären 1160. Also eine Null weniger. Wären das. Also ihr müsst 1160 Jetons zumindest als Start haben. Solltet ihr, und dann könnt ihr jeweils 10 hier einen Jeton hinlegen auf diese Felder. So, und dann startet ihr natürlich das Glücksspiel. Warte, ich mach doch mal einmal, zeige ich euch einmal. So, per Dreieckstaste. Und dann gucken mal. Alles, was hier aufleuchtet, ist ein Gewinn für euch. Na, mal sehen, ob ich jetzt hier im Projektpart jetzt Glück habe. Ich habe jetzt Glück, super. So. Und das habe ich gespielt, bis ich so viele Jetons zusammen hatte. Jetzt guck mal, jetzt will ich 18.000 ja, Jetons dazu. Und das habe ich sozusagen so lange gespielt mit den 10, bis ich, bis ich halt das beisammen hatte, bis ich hier eine Null mehr hatte. Das heißt, bis ich hier das so legen konnte. So lange habe ich das hier gespielt. Und dann bin ich zum nächsten Tisch gegangen. Zumindest bin ich bis zum nächsten Tisch gegangen, bis ich genug Geld hatte, damit ich demnächst beim nächsten Tisch. Moment, ist das der hier? Ist auch ein 10 Jeton Tisch. Bis ich hier bei diesem Tisch auch voll legen konnte. Und natürlich geht es dann gleich schon mehr ins Geld, wenn man da pro Stack 1000 hinlegt. Das heißt, ihr solltet euch da schon einen guten Vorrat erspielt haben, was aber relativ schnell geht. Dann zum Schluss halt noch zum 200, da ist halt ein Token gleich 200 wert. So, und jetzt, wenn ich das so lege, ist ein so ein Stapel gleich 2000. Das geht halt dann ganz schön ins in die Jetons. Ich sage mal Token, es tut mir leid. Allerdings ist das leicht. Also wenn ihr gewinnt, habt ihr gewonnen. Dann verlasst ihr einmal kurz den Raum und betretet den Raum wieder, wenn ihr gewonnen habt. Soweit klar? Verstanden, worauf ich hinaus will? Wahrscheinlich nicht, denn wenn man den Raum verlässt und wieder betritt, dann speichert das Spiel einen automatischen Save. Einen automatischen Spielstand. Und wenn ihr versagt, geht auf eine Option und zurück zum Titelbildschirm. Dann lädt ihr den automatischen Spielstand wieder und dann seid ihr wieder mit dem Geld, bevor ihr verloren habt, und könnt ihr das nochmal versuchen. Es dauert am Anfang ein bisschen, aber dann nach der Zeit geht das eigentlich voll klar. So, zumindest war das jetzt so bei mir, wie ich das gemacht habe. Und eigentlich müsste ich das noch weiterspielen, weil ich möchte natürlich, wenn ich mir für die Tokens hier alles kaufe, was ich wahrscheinlich kann,
ich sag mal Tokens, Jetons, wenn ich für die Jetons ja alles kaufe, ich möchte natürlich dann auch alles gleich dreimal kaufen, beziehungsweise so oft kaufen, wie ich brauche. Und... Ah ne, ich will nicht einzahlen, Entschuldigung. Ich möchte auch nicht, keine Jetons kaufen. Ich möchte gerne was für hier holen. Wir holen uns erstmal das Wichtigste. Erstmal das skandalöse Strandoutfit. Für Jade. Kostet 70.000. Was das hier ist, weiß ich alles nicht. Gucken wir gleich mal. Erstmal holen wir uns das skandalöse Strandoutfit. Ja. Für Jade. Kann sie auch gleich mal ausrüsten. Ist zwar nicht so gut wie das, was wir haben, aber... Ja. Was der Feuerball ist, weiß ich nicht. Wir holen uns den auch einmal. Es kommt ein Gegenstandsbeutel. Und... den hier. Das ist eine Anleitung für ein ätherisches Schild. Das Infoblatt auch einmal. Ich weiß nicht, was das bringt. Genau. Und... Wir holen uns noch einmal die Quingham-Peitsche. 750.000. Das ist die teuerste. Einfach mal in den Ausrüstungsbeutel rein. Denn doch können wir die nicht brauchen. So, und das restliche, die Ausrüstung hier, die für 200.000. Da möchte ich mir erstmal ein bisschen mehr Geld erspielen, dass wir die auch gleich, wie man unten sieht, auch gleich für mehrere Leute holen kann. Und ja, das habe ich hier, so habe ich das Casino gemacht und es war sehr einfach. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann gleich beim Schiff wieder. So, nun sind wir auch schon beim Schiff. Denn, es wurde uns gesagt, dass Eckern Goldklumpen die Stadt von Dingens, wie hieß die nochmal, ganz links da bewacht. Beziehungsweise man da nicht hinkommt. Und man sieht schon auf der Karte, da ist tatsächlich irgendwas davor. Und ich habe eine leise Vermutung, dass das Versteck der Wikinger damit zu tun hat. Und man sieht jetzt sogar an der Decke so eine komische Kugel. Nun, das ist jetzt auch relativ egal. Wir gehen jetzt, wir müssen jetzt leider langen Weg fahren mit dem Schiff zum, ja, Alter, was greift uns dann hier an? Auf dem Wasser. Ach, und ich hab, oh. Das müssen wir uns mal kurz angucken. Mit Olala. Königskrabbe und Tranguske. Aber irgendwie bin ich auch so leicht enttäuscht. Denn, ich meine, das ist doch kein Strand. Was ist das bloß, was ist daran denn skandalös? Das ist doch nicht skandalös. Das ist doch... Weiß nicht, da waren alle anderen Strandquest-Teile skandalöser. Aber, naja. Wir greifen mal einen Quadrahieb an. Und da sollte es auch klar gehen. Zumindest die kleine Krabbe da kaputt. Und du kreist auch mal normal an. Die Tranguske. Etwas trainiert habe ich auch. Ich weiß noch nicht, wie viel ich trainiert habe, denn das meiste Zeit ging halt mit dem Casino drauf. Und ein bisschen trainiert habe ich doch schon. War aber dann aber nicht großartig lang. Und... ich muss aber auch gestehen, ich weiß nicht, gar nicht, wie... Seit der letzte Part ist eine Woche her, wo ich aufgenommen hatte. Und ich weiß gerade nicht, welches Level ich da war. War ich da schon Level 40? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich das... Also das Letzte, was ich weiß, ist... Im letzten Mal, dass wir gegen den letzten Boss ziemlich alt ausgesehen haben. Also wir haben ziemlich hart auf die Fresse gekriegt. Und deswegen habe ich ja gesagt, glaube ich, wollte ich trainieren, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich trainiert habe. Allerdings gucken wir einfach mal. Danke, Handy oder so. Da sind wahrscheinlich auch andere Monster drauf, ne? Suchen die immer noch nach uns? Eigentlich nicht, eigentlich dürften die gar nicht mehr nach uns suchen. Wobei, die ganze Welt sucht uns, ne? Die ganz Bösen. Oh, die sind neu. Machen wir trotzdem Quadra-Hieb, ich weiß, jetzt würdet ihr vielleicht sagen, Alter, ja, was? Die Attacke ist halt mega krass drauf. Mega stark. Und die greift halt natürlich alles an. Ich könnte auch Krach machen, macht weniger MP weg, ne?
sollte ich vielleicht auch tun. Und ja, dafür jetzt für diese zwei Gegner jetzt extra noch einen Zauber zu verschwenden, beziehungsweise Magie zu verschwenden, viele, wenn wir die über das Crit machen. Was sagt ihr eigentlich dazu? Nur eine kleine Frage. Ich meine, mittlerweile läuft ja auch Pokémon Let's Go. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich im Voraus aufnehme. Also, ja, jetzt läuft nur Pokémon Let's Go noch nicht, dementsprechend. Wie wäre es, wenn wir nächstes Jahr einen anderen senilen Opa, wenn wir nächstes Jahr noch einen Dragon Quest spielen? Knusper. Passt jetzt so die knusprigen alten Säcken. Noch ein Dragon Quest spielen. Welcher Teil wäre euch am liebsten? Welchen Teil würdet ihr am liebsten sehen? Wenn wir nächstes Jahr noch ein Dragon Quest Teil spielen. Also das ist auf jeden Fall, wenn, dann möchte ich euch das entscheiden lassen. Welchen Dragon Quest Teil soll ich denn nächstes Jahr spielen? Mit 8 kenne ich mich aus. Also 8, Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs, kenne ich mich aus. Und 6 kenne ich mich auch aus. Dragon Quest 1 kenne ich mich auch aus. Haben wir aber auch schon Let's Played. Dragon Quest Heroes. Gut, ich könnte auch Spin-Offs spielen. Also sowas wie Monster oder Joker. Oder was weiß ich. Was ist jetzt los? Hoho, wir haben Wind in den Segeln, mein Lieber. Bald schon werden wir die Meerenge hinter uns lassen. Was zum... Wer veranstaltet denn so einen Krach in meinem Frachtraum? Wärst du so nett, mal nachzusehen? Klar, das sah halt nur so aus wie Erik, so ein bisschen, ne? Oh nein, weh, ich hab gespoilert. Shit. Mampfkauschluck. Alles in Ordnung, ja? Ich habe die ganze Truppe mitgebracht, nur für den Fall. Erik, Hätzchen, bist du es auch wirklich? Du lebst ja, Junge. Ich wusste es doch. Ach, das ist die beste Neuigkeit seit langem. Da kannst du laut sagen, es ist wunderbar, dass wir dich wieder haben, oder nicht? Es tut mir leid. Ich hatte 3 Tage nichts vergessen, da habe ich gesehen, wie ihr das Schiff hier mit Lebensmitteln beladen habt und ich konnte einfach nicht anders. Ist mir da alles in Ordnung, Schätzchen? Ah. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist das wirklich euer früherer Gefährte? Ihr habt Erik gesagt, richtig? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mein Name ist, aber... kennen wir uns etwa? Erinnerst du dich nicht mal an uns, Junge? An deine alten Komplizen? Es tut mir leid, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich bin aufgewacht und alles was war dunkel und ich hatte keine Ahnung, wer ich war oder wo. Ich erinnere mich an meinen Namen und weiß noch, dass ich etwas Wichtiges zu tun habe. Aber abgesehen davon... Hört mal, ich weiß, ich habe eigentlich kein Recht, euch darum zu bitten, aber könnte ich mich vor euch eine Weile anschließen? Wenn ihr wisst, wer ich bin, hilft vielleicht mein Gedächtnis auf die Sprünge. Ich verspreche, dass ich das Essen, was ich geklaut habe, zurückzahle. Ich schrubb die Decks, spüle das Geschirr, ich tue alles. Aber, das wird nicht nötig sein, Junge. Bleib einfach bei uns, dann werden wir deine Erinnerungen bestimmt bald wiederkommen. Was meinst du, mein Lieber? Sollen wir unserem blinden Passagier hier übergeben und ihn mit offenen Armen wieder bei uns aufnehmen? Klar, warum nicht? Vielen Dank, ich werde euch auch nicht im Weg stehen, versprochen, ihr werdet das nicht bereuen. Erik schließt der Gruppe wieder an. Okay, er hat seine Erinnerung verloren, das ist irgendwie traurig, ne? Der war einfach so auf dem Schiff. Einfach so. Er hat sein Gedächtnis verloren und dafür Manieren erworben. Wenn Veronika das noch sehen könnte, sie würde sich totlachen. Nun. Einmal eine Geschichte, Gruppenheilung, danke. Ja, The Dragon Quest 8 kenne ich mich aus. Dragon Quest 9 habe ich gehört, dass sehr viel gehypt wurde. Dragon Quest 1 habe ich schon mal gespielt. Dragon Quest 2 wird irgendwann mal vielleicht kommen, wenn ich mal so richtig Bock habe wieder auf Retro. Dann wird Dragon Quest 2 und 3 mal kommen. Wir legen hier an, ne? Einfach mal so, mal zu gucken, wie es hier aussieht. Nach dem Krieg.
Anscheinend ist das hier immer noch sehr unberührt. Gut, dann Fred. Wieder zurück an Bord. Weil jetzt haben wir Wichtigeres zu tun. Ich will mir den riesen Goldklumpen angucken. Das interessiert mich jetzt. Da hinten ist ein riesen Goldklumpen. Lol, man sieht das schon von Weitem. Und uns greifen eine Gruppe von Gegnern an. Welche Gruppe? Was können die? Was sind das denn für welche? So, was kannst du denn? Rundumschlag. Bluff Otter der Schatten. Ein Kriegskreis. Oh, ich hätte ja mit den anderen angreifen wollen. Egal, egal. Egal. Mach mal ein bisschen Krach hier und dann ist gut. Ich weiß jetzt nicht so stark wie, ne? Aber immerhin. Komm, wir machen mal ein Perlentor. So, zweiter, nee, doch nicht. Das war ein einer. Aber zwei leben noch. Alter. Man schmeißt ihn mit Essen. Verdient. Komm, hör auf damit. Ich hasse es, wenn ich die Gegner heilen. Die ziehen das Unverweigerliche nur weiter hinaus. Unvermeidliche. Alter, komm, jetzt geh mal drauf. Danke. Mensch, Mensch, Mensch. So. Gold. Ein Haufen Gold. Gut, dass wir die Harfe haben. Dann bekommen wir wenigstens andersrum, anders dahin. Ich bin mir sicher, dass das früher nicht hier war. Nun, in diese Richtung segeln wir vorerst wohl nicht. Das ist ganz und gar nicht hilfreich. Wenn wir nicht in Antiqua kommen, finden wir auch nicht raus, wie wir das Hagrimo zeigen können. Moment, nördlich von Fernal gibt es mehr doch an dieser Lichtsäule nicht? Nun, es ist zwar nur eine Idee, aber vielleicht sollten wir uns die mal ansehen. Sie befindet sich gar nicht weit von hier. Der Zugang zum Hafen wird von einem goldglänzenden Eisberg blockiert. Es führt kein Weg daran vorbei. Das ist ganz und gar nicht hilfreich. Wenn wir nach Antiqua kommen, würden wir auch nicht raus, wie wir das Hagrimo zeigen können. Hast du uns eben schon gesagt? Ein goldfarbener Eisberg. Also ist das kein richtiges Gold oder wie? Naja. Einmal rum und dann hat sich die Sache. Wenn nicht irgendwelche Riesenmonster uns nerven. Was ist eigentlich Teufelchen? Ach so, stimmt ja. Entfesselt eine Runde lang den inneren Dämon des Nutzers. Sag, aktivieren wir mal. Dann zieht sie sich der Bunny-Outfit an. Und sie wird böse. Wie man sieht, warte. Kann ich mir hinterstellen? Sie wird richtig. Sieht man in die Augen, ne? Müsst ihr guckt in die Augen. Nicht die anderen Augen, die Augen da oben, ne? Sie wird böse und wird die Haut wird dunkler und sie zieht dieses Bunny-Outfit an. Nun gut. Huch, jetzt hau ich gegen Mikro. Tut mir leid. Alles nur, weil meine Nase gerade gejuckt hat, deswegen habe ich dagegen gehauen. Ja, ich möchte die Gegner hier halt schnell kaputt machen, Alter. Wie viel halten die denn aus, bitteschön? Gut, austeilen können die nicht so wirklich. Aber, naja, gut. Und schon hat sie sich verwandelt. Sie wird halt kurz stärker, ja. Und eine fahle Muschel als Belohnung. Eine fahle Muschel. Sind wir bald da? Ja. Da ist der Leuchtpunkt doch schon. Sind wir bald da? Nein! Und Rionaldo erreicht noch Level 42. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt kriegen wir noch eine Flatterfeder. Nice, danke, danke, danke. War doch nicht so ganz so unnötig. Außer, dass meine Nase gerade sehr komisch juckt. Oh Gott. Und wir sind da. Wir sind im Leuchtpegel angekommen.
ist er wieder. Der süße Duft von Frischfleisch. Nicht du schon wieder. Ha, ha, ha. Wer wagt es, mein Reich zu betreten? Also begegnen wir uns ein zweites Mal, du Wurm. Letztes Mal hattest du Glück und konntest mir vom Haken springen. Aber diesmal kommst du mir nicht. Im Namen meines Herren und Meisters werde ich eure toten Leiber aufgrund des Ozeans schicken. Ich bin nicht darauf vorbereitet gewesen, dass uns hier ein Boss erwartet. Tja, das sieht nicht gut aus. Wenn Perlentor nichts ausrichten kann, bin ich mit meinem Latein am Ende. Deine Hand. Die Kraft des Lichtbringers. Was war das? So ist es schon besser, Junge. Ohne die Barriere sollten wir ein paar Treffer landen können. Also Leute, es ist Zeit, unserem Freund hier eine kleine Beule zu verpassen. Haha, ihr Würmer, glaubt wirklich, ihr könnt den mächtigen Molchior besiegen? Ihr werdet spurlos untergehen. Oh Mann, trotzdem war ich nicht auf den Bosskampf vorbereitet. Molchior. Aber ich bin vollgeheilt. Oh. Cool, danke, Spiel. Natürlich greifen wir dann mit alles an, was wir haben. Du kannst so diesen Erzburger Wiegenlied, aber ich glaube, das Monster kann nicht einschlafen, es wäre zu leicht. Und probieren möchte ich auch nicht. Machen wir Stoßwirbel, oder? Erstmal machen wir das, dann rastet sie, wird sie wenigstens stärker. So, und du machst bitte den Zwillingsfalkenhieb auf Molchior. Molchior. Einen sengenden heißen Feuerball. 104, das geht ja noch. Aber hey, oh nein. Hör auf damit, mit so einem Schwachfug. Bestienfamilie runtergeschlagen. Gut. Mal ein Quadrat-Hieb. Ach so, das hat Bodo auf den Fuß Fallen zu Fall gebracht. Ah, okay. Sollte es sehr gefährlich dann. Wenn das Schiff wackelt. So, und Bodo darf gleich bitte heilen. Wenn er aufsteht. Weil ich will angreifen. Weil Schaden muss halt sein. Gut. Machen wir bitte eine Mehrheilung auf Jade. Sonst ist die bald tot. Gut, gut, gut. Ja, dein Feuerball kannst du in den Arsch schieben. Ganz langsam. Und. Strudel? Oh. Ja, gut, das ging ja noch. Das geht ja noch. Oh, oh, oh. Karacho-Kugel. Okay, Molchior, setz doch gleich mal ein. Hab ich noch nicht gesehen. Oder? Naja, vom Schaden war es jetzt auch nicht so wirklich, ne? 300, okay. Da erwartet man schon ein bisschen mehr. Und wir stellen es gar nicht so schlecht gegen diesen Boss an, finde ich.
Alter, das war... Oh nein. Du musst dich unbedingt heilen, Bodo. Du bist wichtig. Du bist ein wichtiger alter Mann. Was war das eigentlich für eine rote Aura? Ich habe zu viel, zu schnell gelesen. Beziehungsweise gar nicht gelesen, ich habe zu schnell geklickt. Feuerball. Oh, sein Schild ist mega gut. Strudel, nein. So. Mehr heile bitte auf Jade. Gut. Du musst jetzt auch mal eine Mehrheilung einsetzen. Wichtig. Er hat ihn gekillt. Naja, gut. Schöner Crit. Der hat was für den Gegenstand aus dem Seidenbast hier. Nö. Hm. So, Bodo, du musst halt kurz mit deinem Zauber und versuchen, wieder mit einer neuen Chance den gefallenen Helden wieder zu beleben. Hoffentlich bringt das was. Verkack nicht. Und er hat es geschafft. Super. Neue Chance hat er nur leider. Oh nein. Hat er leider nur eine geringe, also eine gute 50-50-Chance, soweit ich weiß. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach nee, komm, lass doch mal das Schiff in Ruhe. Das Schiff kann am wenigsten dafür. Besiegt? Ja. Sehr gut. Molchior wurde besiegt. 18.000 Erfahrungspunkte und 12.000 Goldmünzen. Dafür erreicht Hendrik Level 44. Und Jade Level 42. Nö. Talentpunkte verwende ich den Offscreen. Aber wie? Wie konnte der mächtige Molchior besiegt werden? Moment, dieser Blitz, den du gerufen hast. Ist es denn möglich? Bist du womöglich der Lichtbringer? Fürst Hakrimor, er hört mich. Der Lichtbringer, er ist zurückgekehrt. Eine scheiße Gabe, dich hört. Kriegt auf die Fresse, der Typ da oben. Soll er herkommen? Zeige ich ihm ein paar Manieren, alle, die ihn seine Mutter nicht beigebracht hat. Erziehung mal. Erstmal Erziehung und wir haben die nächste Kugel. Sehr gut. Die rote. Das war, glaube ich, die rote Kugel war die, die wir. Das war unsere allererste Kugel. Hat er verschluckt gehabt. Hm. Hehe, tja, du übergroße Furchenschnecke. Die haben es gezeigt. Du glaubst, du wärst dem Lichtbringer gewachsen? Da hast du dich geschnitten, Kumpel. So, wir ziehen besser weiter. Wir müssen diese Hakrimor den Hintern versohlen, bevor es noch mehr Bestien wie diese aus dem Hut zaubert. Zuerst müssen wir aber herausfinden, wie wir ihn verletzen können. Er weiß noch nicht, dass du lebst, aber das wird sich bald ändern. Also verlieren wir keine Zeit, in Ordnung? Ja. Ja. Jetzt aber schnell weg. Ja. Mit der Harfe der Lorelei. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Wir gucken uns denn im nächsten Part hier in Fernland um. Und warum hier da ein goldener Eisberg ist oder Gold. Weil Gold ist ein leichtes Metall. Gold müsste auch oben schwimmen. Oder? Zumindest in der Menge. Keine Ahnung. Wenn ihr mehr wisst, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.